In diesem Video zeige ich dir, wo du alle 7 Einrichtungen in Dying Light 2 findest, die du einmal freischalten musst, um die Trophäe im Dienste der Stadt zu bekommen. Außerdem solltest du das Ganze mit dem Stiefellecker-Erfolg einmal verbinden. Den bekommst du nämlich dann, wenn du einmal 7 Einrichtungen einer Fraktion zugesprochen hast. Falls du dir das ein oder andere detaillierte Video zu einem Wasserturm oder zu einem Umspannwerk noch wünschen solltest, neben den beiden, die ich dir schon in die Infobox gepackt habe, dann lass mich gerne über die Kommentare wissen, dann lässt sich bestimmt das ein oder andere noch einrichten. Den ersten Wasserturm, bei dem du ganz automatisch im Rahmen der Story einmal vorbeikommst, ist der Wasserturm in Horseshoe. Hier pass nur auf, dass du das entweder den Überlebenden oder den Peacekeepern einmal zusprichst. Und so musst du im weiteren Verlauf einfach nur dran denken, dass du der entsprechenden Fraktion deiner Wahl auch dann weiter die einzelnen Einrichtungen zusprichst. Wir machen weiter einmal im Bereich Houndfield und hier gibt es noch ein Elektrizitätswerk. Hier kommst du auch im Rahmen der Story mal vorbei. Ich will da aber nicht zu viel verraten, falls du bis hierhin noch nicht gespielt haben solltest. Und denk einfach mit daran, wenn du schon hier unten in der Ecke bist, dann nimm einfach das E-Werk noch mit. Die weiteren 5 Einrichtungen finden wir einmal im Zentralring und zwar die Nummer 1 einmal hier oben rechts im Bereich Downtown. Das ist noch ein weiteres E-Werk. Dort auch einfach nur schauen, dass du das Ganze einmal freischaltest und der entsprechenden Fraktion deiner Wahl natürlich auch zusprichst. Das zweite E-Werk, das du einmal im Bereich Zentralring finden kannst, ist das E-Werk in Garrison. Das findest du einmal hier unten in diesem Bereich und da musst du auch einfach nur schauen, dass du entsprechend so ein paar Kabel wieder verlegst und so weiter und so fort. Aber das ist auch nicht wirklich schwer. Dann sind wir als nächstes hier in einem Wasserturm angekommen und zwar einmal im Bereich Muddy Grounds. Den einfach auch freischalten und dann hast du auch schon nur noch 2 Einrichtungen, die du zuweisen musst und dann wirst du auch die Trophäe bekommen. Zu dem Wasserturm einmal in St. Paul gibt es ein extra Video hier auf dem Kanal. Falls du da Hilfe brauchst, ziehst dir gerne rein. Das findest du einmal hier unten im Bereich Lower Dam Eyrie. Und außerdem gibt es auch noch ein weiteres Video auf dem Kanal, was ich dir auch verlinkt habe, zum E-Werk im Bereich St. Paul Island. Das musst du auch nur freischalten und dann wirst du die Trophäe auch ganz easy bekommen. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich dir ein paar Tipps mit an die Hand geben. Wie gesagt, verbinde das Ganze mit dem Erfolg Stiefellecker und dir dürfte dann nichts entgehen. In diesem Sinne, hab viel Erfolg und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem weiteren Guide wiedersehen. Hau rein und mach's gut!